So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, machen jetzt die RC Races mit Dominik. Hallo! War noch. So, wo ist jetzt der Start? Wo ist der Van? Ich sehe keinen Van. Siehst du einen Van? Dann fahren wir weiter entlang. Irgendwo muss ein Van stehen. Die Strecke entlang? Ja. Da ist ein Van. Hier muss er einsteigen. Sehr schön. Warum brennt. Egal. Ich. So! Okay, gegen drei ferngesteuerte Autos. Das könnte lustig sein. Ich dachte, ich muss irgendwie fliegen, aber nein! Nein, das kommt gleich. Drücke. Nein! Warum sollte ich sprengen wollen? Ja. Warum sind die schneller? Warum kann ich durch die durchfahren? Ja, ist ja gut. Jetzt brauchst du dich nur auf dich selbst zu konzentrieren. Ich kann dich nicht wegfahren. Vielleicht deswegen. Damit die mich nicht wegrammen können. Weil die wissen, dass die Mission so schon echt easy wäre. Machen wir es noch einfacher. Ich dachte, ich bekomme den Checkpoint nicht. Okay, ich weiß, wo die Schwierigkeit liegt. Oh Gott! Also okay, es gibt, ne, insgesamt drei Runden. Man könnte jetzt behaupten, dass ich mein Rennen soeben frühzeitig beendet habe. Aber daran glaube ich nicht. Was hat denn... RC-Auto gar nicht gesprengt. Ich habe auch meine Rennen gesprengt. Hast deine Erwartungen gesprengt? Ich habe eine Runde überlebt. Ich dachte wirklich, dass wir fliegen dürften. Aber hey, RC-Races können doch lustig sein. Und das ist sehr lustig. Ich hab die Kurve so richtig kacke genommen. Chris würde mich verprügeln. So. Sieht doch gut aus. Das sieht 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 weniger gut aus. Und ich glaube. Das Rennen haben wir verloren. Ach, Kacke. Ja. Ich weiß nicht warum, aber die sind am Anfang ein bisschen schneller gewesen. Hier. Die haben den perfekten Start in Mario Kart bekommen. So. Aber wenn ich halt nicht irgendwo hängen bleib und einfach durchfahre, dann ist das kein Problem. Man musste sich ja auch erstmal dran gewöhnen, ne? So, sieht ja schon viel besser aus. Sieht deutlich besser aus. Perfekt. Sehr schön. Ich bin immer noch Erster.
Ich bin immer noch Erster. Puh. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ich hab das... Nur 100 Beste beendet. Was? Du hast eine Runde als Erster beendet. Achso, yay. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Sollte ich aufmuntern, aufbauen. Achso. Oh Gott, Shirley. Oh Gott. Ja. Gott, 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 Gott. Ja, ja. Okay, das haben wir easy. No hands. Das funktioniert nicht wirklich, aber. Geht schon. So, ist hier auch direkt der zweite? Nein. Schade. Oberstes Parkdeck des Parkhauses vom Einkaufszentrum. Okay, dann gehen wir rein. So, wir sind da. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Mist, ich mit drei anderen ferngesteuerten Maschinen in einem Checkpoint rennen. Flieg durch die Checkpoints, die über Vice City verteilt sind. Okay, der eine, der hat seinen Hund nicht hochbekommen. Er hat direkt Sonnenstürmen. Du musst durch die durchfliegen, das weißt du. Hasse dich. Bin aber so drüber geflogen, fand ich cooler. Der eine hat seinen nicht hochbekommen, ich habe meinen nicht mehr runterbekommen. Ob ich das Spiel hasse? Vielleicht, ein bisschen. Aber ich kann den Mist hier so häufig machen, wie ich möchte. Und es gibt zum Glück nur eine einzige Runde. Zum Glück. Ich weiß, warum wir das hier als erstes gemacht haben. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Schießen die mich auch noch an? Ich find's gut, was für Einlagen ich hier machen muss. Einmal hoch und runter. Kennt sich ja damit aus, ne? Ah! Dass das noch gezählt hat. Bruch! Schiebung! Verklag diesen Mann! Bringt ihn um! Er hängt ihn! Oh nein, ich will hier nicht hinfliegen. Ich hör schon, die Wachmänner haben ihre Knarren gezückt und wollten auf die schießen. Ja.
So, jetzt aber. Und hey! Und hey! Und hey! Zum Glück haben wir hier diesmal keinen Tank. Ja, und keine Bomben, die du fallen lassen musst. Wir sind immer noch Erster. Nicht mehr lange, Bruder. Also, einen Fehler darfst du dir erlauben. Auch nur einen. Ja. Easy. Okay. Boah, war das kacke. Okay, RC-Rennen haben wir hier erledigt. Das heißt, wir sind bei 61. Scheiße. Haben wir noch einen? Okay, dann holen wir uns jetzt das dritte. Ja, ziemlich gut versteckt, ne? Es gibt 20 Checkpoints. Wenn du das geschafft hast, musst du die Kacke nie wieder machen. Ja, und ich hab's erstmal geschafft, meinen Heli auf den Kopf zu landen. Ja, man muss doch erstmal beeindrucken, ne? Guck mal, ich lebe immer noch. Direkt mal auf die Kacke hauen hier. Und du musst einfach nur durch die Checkpoints fliegen, also. Die Zeit ist scheißegal. Das heißt, wir lassen uns sehr viel Zeit. Ich dachte, wir werden jetzt gejagt. Das wär's noch. Auch wenn die Aufgabe Asteroider Checkpoint Jagd heißt, du jagst einfach nur Checkpoints. Da hätte ich beinahe überfahren. Eben. Ja. Hier sieht man wenigstens, wie viele Checkpoints noch übrig sind. Ja. Wie nicht wie in einer anderen Checkpoint-Rennen-Aufgabe, wo wir selbst nachzählen mussten, wie viele Checkpoints wir dann haben. Welche Checkpoint-Aufgabe war das nochmal? Die mit dem Box. Mit dem Drogen. Stimmt, ja. Ja, aber das war ja aus einem anderen Grund. Damals, als sie noch jung waren. Achso, das Flugzeug, ich dachte schon. Stimmt, ich sollte auch nicht mit dem Flugzeug zusammenstoßen. Ja. Ist ja ein bisschen blöd. Das ist aber schön gesagt. Falscher Anger. Wie war das nochmal? Ja, die Checkpoints sind sehr gemein gelegen. Ich bin heiß. Aber okay, am Anfang, ne, hätte ich am Anfang nicht so viel Kacke gebaut, dann wäre das ein bisschen anders gewesen. Deswegen mache ich den gleichen Scheiß nochmal. Zum Glück nicht. Ich
frage mich, ob wirklich ein anderer mal geschafft hat, bei dieser Mission zu verkacken. Oder ob ich da der Einzige bin. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Glaube ich nicht. Oder alle Maus- und Tastaturspieler sind auch noch dabei. Ja, hup mich doch nicht an, du blöde Sau. Oben vor unten. Rechts vor links, oben vor unten. So. Es ist jetzt nicht so die geilste Mission, aber... wenigstens hast du so unendlich viel Zeit. Ja. In der Theorie. In der Praxis nicht unbedingt. Weil du ja noch, keine Ahnung, ein Leben hast oder so. Von daher, also ich habe durch GTA Vice City kein Leben mehr. Hab alles verloren. So fühle ich mich jedenfalls, wenn ich das Spiel spiele. Und dann wieder denke, ja, du machst wieder das Spiel nicht zu 100% durch. Stimmt, warum haben wir das in den letzten Folgen nicht gesagt, dass wir das Spiel nicht zu 100% durchspielen? Jetzt denkt man, dass wir das zu 100% durchspielen würden. Was sind wir bitte für Amateure? Ich weiß es nicht. So, warte. Nein. 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 So, lassen wir uns Zeit. Ganz geduldig. Ich meine, wir üben hier schon mal für GTA San Andreas. So. Nur noch 10. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ich mag es, wenn wir nur noch wenige Ziele haben. Ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte erledigt. Es gab, glaube ich, 20 Ziele. So. Ich könnte mal in den Airport reinfliegen. Also, in das Gebäude. Aber jetzt regnet es auch noch. Das ist doch blöd für so ein Heli. Die Elektronik, Mann. Scheißding. Dass das Ding noch fliegen kann, ist ein Wunder. Ist anscheinend wasserfest. Oh Gott. Mein Herz. Das war schlimm. Ich, ja. Das ist sehr unterhaltsam. Ha! 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 So, und während diesen Folgen ist auch Dominik die Person, die dann so eine Review erstellt, also für sich. Was? Damit ich ihn später fragen kann, ob GTA San Andreas wirklich mit einer Facecam gemacht werden sollte. Achso, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Fuck, ich hab verwirrt. Ha! Ah, jetzt weiß ich, wofür wir das haben.
Endlich, die haben wir was damit gemacht. Es war nicht mehr im Airport drin, aber egal. Und ich glaube, so ein Gewitter ist auch nicht so gut für das Ding. Was ist, wenn ich gleich vom Blitz getroffen werde? Ja. Ich meine, es ist möglich. Nicht wirklich im Spiel, aber es ist rein theoretisch möglich. So, aber egal. Wir sind mit dem Rennen gleich fertig. Dann haben wir in dieser Folge alle RC-Races erledigt. Wie schön. Um Dach? Nee. Unten, unterm Dach. Das dachte ich mir gerade auch. Aber wo? Nee, auf dem Dach. Nee, unterm Dach. Du fällst gleich nach unten. Aber wo? Das ist die Frage, mein Lieber. Ah, da. Neben dem Dach. So, wir haben es geschafft. Gott. Hey. Endlich weg. Ja. Weg. Einfach weg. Egal wohin, einfach weg. So. Gut, dann fahren wir hier zu Sunshine Autos, speichern ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei dem nächsten Race, bei der nächsten Challenge, wie auch immer, mit Dominik. Bis dann, haut rein und tschüdelü. Tschüss.